Also ich bin, bevor das Ganze angefangen hat, bin ich 10 Minuten vorher circa nach Hause gekommen. Ich habe dann erfahren, dass eine relativ heftige Gewitterzelle auf dem Raum Eisenstadt sich zubewegt. Und hab dann bin einmal auf die Terrasse gegangen, um zu sehen, wie weit die noch weg ist, weil es von Richtung, also Richtung von Wiener Neustadt her hergezogen ist. Und hab dann in diese Richtung geschaut und ein bisschen interessiere ich mich fürs Wetter und habe die Wolkenformation relativ, ja, außergewöhnlich gefunden eigentlich. Und dann habe ich einfach mit dem Handy einmal draufgehalten, das Video gemacht. Und dann, wenige Sekunden später, hat das eigentlich erst angefangen mit dem ersten Tornado oder Gustnado, was auch immer das jetzt das erste war. Und ja, dann habe ich einfach 4 Minuten, solange das halt war, draufgehalten. Im zweiten Tornado habe ich zum Glück relativ gut eingefangen. Und ja, es war dann auch, dann für mich ist relativ schnell wieder vorbei gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Nachdem der Tornado ins Dorf gezogen ist, bin ich dann runter in den Garten und circa 3 Minuten später hat dann richtiger Starkregen eingesetzt. Teilweise sogar Hagel, nicht sehr große Körner, circa 0,5 cm Durchmesser. Aber doch halt Starkregen. Und der hat angehalten circa eine Viertelstunde, dann war das auch wieder vorbei. Und danach hat das Wetter wieder aufgerissen und war eigentlich, ja, Sonnenschein wieder. Also ich bin 20 Minuten nachdem der Tornado durchs Dorf gezogen ist, circa, da hierher in die Sportplatzgasse rausgefahren. Die Feuerwehr war schon vor Ort. Und ja, haben wir ein Bild gemacht von den ersten Schäden. Also es hat sich natürlich auf der Gasse sehr viel herumtummelt. Die Bewohner, die Anrainer, ist klar, dass die auch natürlich sehr Ausmaß, das Ausmaß halt sehen wollen. Es ist ein relativ kleines Dorf, 1300 Einwohner circa. Und wenn sowas einmal passiert, da horchen die Leute schon auf. Ja. Also das Tagesgespräch Nummer 1 zurzeit.